Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Startup Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Supermarket Simulator. Und das wird wahrscheinlich auch die letzte Folge von diesem Spiel sein, denn ich habe eigentlich nichts mehr, was ich so freischalten kann, weil ich habe mir alles gekauft, was man kaufen kann. Ich habe hier absolut nichts mehr ohne irgendwas, was ich mal hier kaufen kann. Also hier bei Management. Ja, gut. Das muss ich bezahlen. Hier, das habe ich gekauft. Lizenzen habe ich alles gekauft. Ich kann hier nichts weiter machen. Und das hier wird wahrscheinlich auch die letzte Folge sein. Ich habe, glaube ich, Whisky und Wein noch nicht verkauft, ne? Das ist jetzt noch so diese zwei Produkte, die ich noch nicht verkauft habe. Aber ganz ehrlich, mehr kann ich auch nicht machen. Also ich mache jetzt nicht dafür noch eine extra Folge für den Wein. Vielleicht kauft das jetzt in dieser Folge noch, aber wenn ich es jetzt nicht schaffe, in dieser Folge das zu kaufen, wird es dann trotzdem nicht mehr weitergehen. Ihr wisst, was ich meine. So, wir brauchen auf jeden Fall nochmal Candy, weil das haben wir tatsächlich nicht gekauft. Ah ne, wir haben ja die Sachen hier drin. Stimmt. Stimmt, da war ja was. Wir haben ja Sachen. Wir haben die nur noch nicht. Haben wir die hier schon reingepackt oder was? Nee. Okay. Na, auf jeden Fall wird das heute die letzte Folge vom Supermarket Simulator sein. Ja. Denn weiter kann ich hier nicht spielen. Also, das ist natürlich nicht die Vollversion, ne? Wie man auch sehen kann. Das Spiel heißt ja auch hier Prolog Dingsbums. Ich kann es nicht aussprechen. Na, also das ist praktisch wie so ein kleines Testspiel, wie das so ist. Und dann kann man sich halt überlegen, das selbst dann auch zu kaufen. Aber ich finde es ganz cool. Es sollten eigentlich viel mehr Spiele sowas machen, um einfach zu gucken, ob das geil ist. Und dann entscheiden, wird man sich, kauft man das oder kauft man es nicht. Also ich würde jetzt sagen, es ist wirklich geil. Man könnte die Erweiterung dann praktisch kaufen, ne? Wenn man dann auch will. Aber mal gucken. Ne, ich habe jetzt gerade ein neues Lenkrad gekauft. Also das Logitech G923. Das kommt auch am Montag an. Und das ist, glaube ich, sogar genau der Tag, wo ich auch Euro Truck Simulator spiele. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das zeitlich mit dem ganzen Kram hinkriege. Ah ne, wobei, es kommt ja am Montag, ne? Und am Montag, da kommt ja ein anderes Video praktisch. Also für euch ist es, also für mich ist es Montag, kommt das, aber am Dienstag könnt ihr es dann erst, glaube ich, sehen, wenn ich das halt auch schon aufgebaut habe, ne? Es kommt halt auch immer drauf an. Denn ich weiß es nämlich nicht. So. Okay, hier ist dieser komische Wischdingsbums Dings. Ne, warte mal, wo waren das? Hinten? Ich pack's einfach hier unten hin. So, wir haben doch hier den Platz. So. Handys, die kommen hier hin. So. Dann einmal hier die Seife. Da weiß ich gerade gar nicht, da kommt irgendwas noch daneben, soweit ich weiß. Öl jetzt nicht. Öl war Öl hier? Ja, Öl war, glaube ich, hier, ne? Ich weiß auch gerade gar nicht, was hier noch fehlt. Um ehrlich zu sein. Hier nochmal ein Candy. So. Hier ist nochmal Öl, genau. Also ich weiß gerade nicht mehr, was hier fehlt. Ne, eigentlich habe ich doch alles. Oder fehlt hier irgendwas? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Hallo. Auch mal hier reinmachen, sage ich. Ich glaube tatsächlich doch, dass das da war. Aber egal, wir machen das jetzt einfach hier hin. So. Ja, auf jeden Fall kommt das Lenkrad am Montag. Also es soll am Montag kommen. Ob es dann auch kommt, ist dann halt eine andere Frage. Es liegt eigentlich auch nur daran, dass es nicht kommt. Also, dass es nicht früher kommt wegen Vatertag. Weil heute, wo ich das Video jetzt hier drehe, ist Vatertag. Also, für euch ist es praktisch gestern gewesen. Für mich ist es aber heute. Und ja, ne, eigentlich ist es, also das hängt ein bisschen damit zusammen, dass das nicht, dass das nicht schon früher kommt, wegen dem Vatertag halt. Ne? Morgen ist praktisch kein Feiertag. Da müssten sogar Amazon, glaube ich, arbeiten. Beziehungsweise DHL. Weil es kommt mit DHL und DHL braucht so oder so immer lange. Genau, weil Amazon Prime ist recht schnell da, ne? Also wenn man das über, also wenn da das über Hermes kommt, die sind eigentlich schon recht schnell da. Die arbeiten natürlich aber feiertags auch nicht, ne?
Ist ja ganz klar. Auf jeden Fall kommt das am Montag und man sieht es ja auf jeden Fall, wenn ich dann mit dem Lenkrad spiele oder noch mit dem alten Lenkrad. Mal sehen. Ich muss ja sowieso alles aufbauen und das ist dann halt noch in der Schulzeit und das könnte ein bisschen knapp werden. Deswegen wird es wahrscheinlich erst übernächste Woche was mit dem Lenkrad. Oder ich mache einfach 2 Folgen von Eurotalk Simulator. Das kann ich auch machen. Vielleicht kommen auch 2 Wochen, zweimal das. Um das einfach mal ein bisschen auszutesten. Wäre auf jeden Fall eine ganz geile Sache. So, wir haben jetzt auf jeden Fall Geld, um uns schon mal Wein zu kaufen. So, Wein. Whisky kostet 215. Junge, das muss man das checken, warum das so teuer ist? Wein, wir verkaufen jetzt Wein. Wow, hier sind ja sogar noch welche drin. Das kostet 17,96. So. Kommt die hier neben, so. Ich lauf immer gegen die Scheibe, jeden Tag, ey. So. Batz, batz, batz. So, 1, 2, 3, 4. So, 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3. So. Chips. Chips sind leer, okay. 1, 2, 15. So. Okay, ich muss mal kurz hier Chips auf die Liste packen. Chips. Chips. Wo seid denn ihr? Da seid ihr. So. Ah, das war da oben. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Warte mal, ich mach mal hier kurz Licht an. So. Zack, zack. Jetzt passend. Geil. So, mal gucken, ob die jetzt hier sich noch beschweren. 10, 20, 30. 6, 7, 8, 9. Die beschwert sich nicht. Cake. Okay. Cake. Äh, 80. 70, 80, 5 und 6. So. Okay, Cake fehlt. Cake. Was ist denn hier Cake? Cake, Cake, Cake. Hier ist Cake. Warte mal. Mal kurz was gucken. Ah, nee, ist noch alles da. Okay. Ist halt eh die letzte Folge. Danach wird es auch keine weitere mehr geben. So. Während die jetzt da rausläuft, trinke ich mal kurz Wasser. Ich habe nämlich Durst. Ah, so. So. Wer holt sich hier Sprite oder was? Für einen Business-Termin. So. Okay. Ich glaube, so langsam ist es auch nicht mehr so voll, merke ich gerade. Keiner will Cola. Ich glaube, hier hinten ist es ein bisschen dunkel, aber egal. Wie viele sind jetzt hier noch drin? Zwei. Was sind die Eier? Sind die leer? Ja. Okay. Gut, jetzt haben wir nur noch hier 2 Kartons, die hier rumstehen. Oha, er kauft ja hier nochmal ganz viel. 7 Cent. Bitte. Toilettenpapier. Stimmt, Toilettenpapier fehlt. Brauchen wir eh alles nicht mehr, weil das ja die letzte Folge ist. Ich würde sagen, wir machen aber zur Krönung einfach noch einen Tag weiter. 26, 614 Dollar. Let's go. So. Wein ist höher gegangen. Und die Handseife runter. Auf 3,98. Ich mache aber auf 4, weil dann haben wir glatt. Das hat nämlich auch einer gesagt. Also wir machen hier so 6 Euro glatt. Immer glatte Zahlen, beispielsweise hier 7,30 Euro. So. Hier machen wir jetzt 6,40. So. Das kommt jetzt ein, das kostet jetzt 1,60. So. Ja, 7,4 ist eine glatte Zahl, aber ich mache einfach mal. Ja, nee, ich lasse das einfach so, weil 4 ist ja glatt. So, das machen wir jetzt. Ey. Hier 15. So. Das ist auch glatt. Das können wir so lassen.
Das ist auch glatt. Auch glatt, auch glatt. Das ist nicht glatt. Dann machen wir 35. So. Toast. Machen wir 3,45. 45. So. 6,65. 2. 6,65. So. Die ist glatt. 3,80. So. 6,35. Kostet auch nur 1 Cent mehr als sonst. So. Und das machen wir 6,70. Ich glaube, jetzt müsste ich alles hier angepasst haben an den Preisen. Jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, was brauchen wir alles. Also, wir brauchen diese komische Butter hier. So. Was ist denn hier alles drin? Egal, wir lassen das da drin. So. Toast. Handseife nicht. Die Chips, ja, die sind da drauf. Mehl haben wir auch noch. Die Butter eigentlich nur und die Toast, ne? Warte mal, haben wir hier noch irgendwas? Thunfisch haben wir nicht mehr, okay. Den Thunfisch. So. Aber sonst haben wir alles. Ich werde auch diesen Tag jetzt hier eh nicht komplett durchspielen. Weil ich will nicht, dass das Video hier schon wieder so lange geht. 80. 1, 2, 3, 4. 70, 80. 5, 6, 7, 8. So. Geil. 10, 20, 30. 1, 2, 3. Bitte sehr. So, dann einmal hier Toast. Danke. 1, 2, 3. Und dann hier einmal 8. Bitte. Wow, er holt sich mal diesmal Cola. Der Erste, der sich hier Cola kauft. Hallo. 10er, komm jetzt so. 98 Cent. Ach, 77 sind das. So. Ja, Whisky gibt's noch nicht. Ist zu teuer für mich gerade. So. Zack, zack, zack. 90 Cent. Bitte sehr. Ja, Thunfisch ist bald da wieder. So. Jo, er hat einen 60-Euro-Einkauf, Alter. Bitte sehr. Jo, da ist ja fast alles leer. So. 11. 80 und 4 Cent. So. Perfekt. So, jetzt bestelle ich das hier mal kurz. Jo, wir haben 700 Euro, ne? Junge, so viel Geld hatten wir ja noch nie. Thunfisch. Mann. Ey. Überall stehen hier schon wieder die Kartons rum. So. Jetzt einmal Toast. Dann die Butter. Interessant, dass auch ein Butter im Glas ist. Dann hier das. So. Und dann die Chips. Die kommen hier hin. So. Perfekt. So, ach, Bruder, warum denn immer so hoch? So. Ja, passend, geil.
Oha, er kauft sich ja voll viel Wein. 2,80. 80, so. Jetzt passend. 50, 60, 70, 3 und dann 20, bitte sehr. Jo, die kauft auch den ganzen Laden leer. Bitte sehr. Bitte sehr. Schieß. Gibt's kein Käse mehr oder was? Ey. Käse. Hier, schieß. Kaufen. Kaufe ich den blauen hier auch einmal kurz. Was ist denn der blaue hier? Hä? Hier. Mal kurz schnell kaufen. So. 20, 10. Warte, ich muss mal ganz schnell kurz Toilettenpapier noch kaufen. So, jetzt. Perfekt. Ja, ich weiß, dass ihr alle Toilettenpapier wollt. Hab ich aber gerade nicht. Aber jetzt kommt Toilettenpapier wieder. So. Toilettenpapier ist wieder am Start. Der Käse. So. Und einmal der rote Käse. Der kommt auch wieder. So. Mal kurz den Preis von dem Toilettenpapier anpassen. 37, 8, 85. So. Perfekt. Danke sehr. So. Dann einmal. Das, zack. Ja, der kauft erstmal das ganze Toilettenpapier leer, danke. So, Leute. Und das war's tatsächlich auch mit dem Video. Ah, ne, da ist noch eine. Aber es war trotzdem mit dem Video. Und es war auch mit dem Spiel. Das Spiel hat auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht. Also, könnte man auf jeden Fall mal wieder, also sich die Vollversion holen. Auf jeden Fall. Aber aktuell kann ich mir nicht holen. Leute, das war's mit dem Video und auch mit dem Let's Play von diesem Supermarket Simulator Spiel. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Zabo. Ciao, ciao.